Während einige nach dem Studium mit niedrigen Gehältern, unsicherer Joblage, aber auch nervigen Aufgabenstellungen konfrontiert werden, haben viele andere das Problem, dass sie ihr Wissen aus dem Studium nicht auf den realen Arbeitsalltag anwenden können. Im heutigen Video werden wir diese unbequemen Wahrheiten genau beleuchten und diskutieren, wie die reale Arbeitswelt wirklich aussieht. Das Studium ist von Flexibilität und Selbstbestimmung geprägt. Das gehört in deinem Arbeitsleben erstmal der Geschichte an. Hier zählt Pünktlichkeit und Struktur. Das heißt für dich, die Tage sind gezählt, an denen du einfach mal so ohne Wecker in den Tag starten konntest. Auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, mit der Arbeit, die du machst, richtig Mehrwert zu schaffen. In der Uni gilt nämlich, die Klausuren, die Hausarbeiten, die Thesis und all das andere Zeug, was du machst, ist meistens für die Mülltonne. Im Arbeitsleben wird zumindest ein Teil deiner Arbeit genutzt, um Entscheidungen zu treffen, die wirkliches Gutes in dieser Welt bewirken können. Was auf der anderen Seite aber auch bedeutet, dass du nun Verantwortung trägst für das, was du erarbeitest und die Fehler, die du machst, auch zu schwerwiegenden Konsequenzen führen können. Das Arbeitsleben ist auch davon geprägt, dass du zunehmend vereinsamst. Die ganzen Freunde, die du tagtäglich treffen konntest beim Mittagessen, in den Vorlesungen, bei den anderen Veranstaltungen und insbesondere wie in der Schulzeit, einfach diese Abwechslung zu haben, verschiedenste Leute auf einmal zu begegnen, das gehört im Arbeitsleben erstmal so ziemlich der Geschichte an, weil deine Kontakte viel oberflächlicher sind. Im Arbeitsleben ist man eher wie ein Team, nicht wie eine Familie. Das heißt, es zählt am Ende das Ergebnis und das Resultat. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass viele Menschen auch gar keine Lust haben, im Arbeitsleben allzu viel Freizeitaktivitäten mit den Arbeitskollegen zu machen. Das heißt, stell dich schon mal darauf ein, dass wenn du auf der Arbeit nicht deine besten Freunde findest, wenn du in eine andere Stadt gezogen bist, dass du dich auf jeden Fall erstmal ein wenig einsam fühlst. Viele Studierende glauben auch, dass sie nach dem Studium den Einstiegsjob sichern können, der sie mit voller Zufriedenheit sicherstellt. Den idealen Einstiegsjob, das ist aber mehr Utopie als Realität. Und zwar aufgrund von zwei Gründen. Einerseits wissen Studierende gar nicht wirklich, was sie wollen. Und auf der anderen Seite schaffen es viele Studierenden gar nicht, dahin zu kommen, wo sie gerne hinkommen möchten. Das ist an sich aber kein Problem, weil viele Studierenden wissen eben nicht, was sie wirklich wollen und diese ersten Berufserfahrungen zeigen zumindest, was man nicht möchte. Und das ist schon mal unglaublich wertvoll, um dann die weitere Karriere zu schmieden. Und nichts ist wertvoller für die weitere Karriere als Berufserfahrung selbst. Das heißt, auf Basis dieser Berufserfahrung im ersten Job kann man dann schon mal viel weiterkommen für die Einstellungsgespräche bei dem nächsten Arbeitgeber. Das heißt, man kann sowohl für den nächsten Job eine deutlich fundiertere Entscheidung treffen und damit die Fehler bei der ersten Jobwahl vermeiden, als auch mehr Hebel an die Verhandlungen und in die Bewerbungsgespräche mitzubringen, um sich dann den tatsächlichen idealen Job zu sichern. Am Arbeitsleben ist auch nervig, dass das Wort Ja zur Seltenheit gehört. Entweder man bekommt Nein oder irgendwie sowas dazwischen. Egal, ob das jetzt Gehaltsverhandlungen sind, Bewerbungsgespräche, wo man mehr Nein als Ja hört, oder Ideen, Konzepte, die man im Unternehmen voranbringen möchte, die man nicht eins zu eins so übersetzen kann, umsetzen kann, wie man sich das vorstellt. Schließlich gilt noch zu sagen, viele vergessen, wenn sie richtig Gas im Studium gegeben haben oder wenn sie denken, dass sie richtig Gas in dem ersten Job geben, in den ersten 6 Monaten, dass dann gut ist, dass sie sich jetzt erstmal zurücklehnen können und dann irgendwie Karriere machen. Aber ist nicht so. Man muss immer mindestens überdurchschnittliche Leistungen abliefern, damit man in der Karriereleiter hochkommt. Und wenn man nicht weiterhin überdurchschnittlich gute Arbeit macht, wenn nicht sogar weit überdurchschnittlich gute Arbeit und weit überdurchschnittlich gut über die Karriere nachdenkt, dann kommt man einfach nicht die Karriereleiter hoch. Und es ist Stopp. Das kann gut sein und funktioniert auch für viele. Karriere machen bedeutet aber viel Arbeit. Und das dein ganzes Leben lang, solange du eben Karriere machen möchtest. Ja, und das war's vom heutigen Video. Schau doch auch in dieses Video. Hier erzähle ich dir und zeige dir besser gesagt, ein Tag im Leben meines Lebens als Startup-Gründer. Klick doch mal rein und dann sehen wir uns dort wieder.